Sie haben das Nachsehen, etliche große Zeitungen, die kontinuierlich über Rechtsextremismus berichten. Dafür hatte zum Beispiel die Frauenzeitschrift Brigitte mehr Glück im Losverfahren. Um die rund 50 Presseplätze im Gerichtssaal hatten sich Hunderte von Journalisten aus dem In- und Ausland beworben. Das Losverfahren nach Ansicht des Gerichts angemessen und gerecht. Die mediale Aufmerksamkeit, die dieser Prozess ja schon im Vorfeld bekam, und die Angriffe, denen sich das Gericht ausgesetzt sah, obwohl es sich absolut korrekt verhalten hatte, ist in der deutschen Geschichte ohne Beispiel. Die Plätze wurden nach Mediengruppen aufgeteilt, 4 Plätze diesmal fest reserviert für türkische Pressevertreter. Damit erfüllen die Richter eine Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts. Denn 8 der 10 Opfer der rechtsextremistischen Terrorgruppe NSU waren türkischer Abstammung. Doch reichlich Kritik gibt es jetzt auch am Losverfahren. Wenn man sich überlegt, die FAZ und die Süddeutsche Zeitung sind nicht drin, auch die Nürnberger Nachrichten, wo allein 3 Morde stattgefunden haben in Nürnberg, ist auch nicht drin. Das mag alles juristisch korrekt sein und sicher auch kann man dem Glück nicht nachhelfen, aber sachgemäß ist so eine Entscheidung natürlich nicht. Und schon erwägen mehrere Medien zu klagen, um eine Videoübertragung des Prozesses zu erstreiten.